Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Collect All Pets. Das letzte Collect All Pets Video ist für mich jetzt schon über eine Woche her und ich freue mich so sehr, dass ich das Spiel wieder spielen kann. Und hier liegen auch über diese Coins schon. Ohne dass meine Pets farmen. Oder farmen. Oh, meine Pets farmen schon. Meine Pets farmen schon, aber ich will, dass ihr im Wald farmt. Denn ich freue mich so sehr, dass ich endlich wieder Collect All Pets spielen kann. So, einmal bitte zum Forest kommen, meine Pets. Jetzt wird gefarmt. Meine nächste Mission ist Collect Drops. Ja, dann werde ich einmal die Drops hier alle einsammeln. Und ich muss sagen, das letzte Mal hat mir das Spiel so viel Spaß gemacht. Und leider musste ich dann halt arbeiten und hatte dann keine Zeit mehr, Collect All Pets wieder zu spielen. Ich hoffe so sehr, dass ich das bald wieder machen kann. Die Mission, die ich heute habe, ist es irgendwie zu versuchen, da hochzukommen. Dafür bräuchten wir eigentlich 3 Leute. Und das wäre vielleicht im Livestream einfach, wenn ich so andere Leute... Oh, jetzt habe ich gerade 2000 für diese Kiste bekommen. Naja, auf jeden Fall, vielleicht im Livestream. Das wäre auf jeden Fall so ein Goal. Ah, hier kann ich jetzt viele Drops einsammeln. Gleich haben wir die 60 Drops. Aber mal gucken, wenn sich genug Leute dort versammeln, könnte ich das Ding bekommen. Wir könnten aber natürlich auch versuchen, jetzt noch andere versteckte Eier zu finden, weil es gibt auch weitere versteckte Eier. In der Hütte waren ich beim letzten Mal schon drin. Hier ist dementsprechend kein Ei mehr drin. Und, aha, hinter der Hütte ist aber noch ein Ei, das ich beim letzten Mal nicht mitgenommen habe. Dementsprechend nehme ich das Ei jetzt mit. Und da drin ist ein Red Squirrel. Perfekt. So. Dann schaue ich mich aber mal ganz genau um, ob hier noch weitere Eier versteckt sind. Aber ich glaube, so früh in den Regionen hätten wir jetzt schon alle. Es gab halt da vorne das Ei, das da einfach so random stand. Obwohl, das waren ja so Daily Eggs. Augenblick, ich muss mal wieder earn Gold. Earn Gold geht so schnell hoch. Guck mal, wie schnell ich Gold earne da oben. Das ist auch das Schöne an diesem Spiel, dass es so rewarding ist. Du hast so schnell Progress. Und oh, hier, ich kann hier jetzt schon so ein Egg claimen. Das ist natürlich geil. Ich claime dieses Egg und da ist ein Terra-Dino drin. Yeah, das kann ich dann auch gleich equippen, weil das ist auf jeden Fall besser als mein... Ich nehme den Chipmunk weg für den Terra-Dino. So, der geht dann für mich farmen. Und ich habe eben auch schon gesehen, hier oben ist ein Ei auf dem Baum und das hole ich mir... Oh, kann ich springen? Ja, ich springe einfach hoch, nehme das Ei mit und... Spotted Cat, oh, die hatte ich noch gar nicht. Die sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Ein bisschen breit gematscht, okay. So, 19 von 240 discovered. Hier in diese Höhlen kann man immer noch nicht rein, aber ich gehe davon aus, dass das irgendwann möglich sein wird. Dass hier dann so Abkürzungen für weitere Regionen sind. Kann ich da schon rüber gucken? So, nee, kann ich leider nicht. So, kann ich denn wieder was fusen? Ich glaube schon. Ich fuse einfach mal diese Pets hier zusammen und kriege damit mein nächstes Ankommen-Pet, den Terra-Dino, das zweite Mal. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Das Pink Ram kommt weg. Dafür nehme ich dann den zweiten Terra-Dino rein und farm jetzt noch viel schneller. Weil es gab auch ein paar Fragen von euch unter meinem letzten Video. Zum Beispiel auch die Frage, woher weiß ich eigentlich, welche Pets jetzt gut sind und welche schlecht? Wie viel Stärke haben die Pets? Und die Stärke der Pets, also jedes Pet ist in seiner Klasse gleich stark. Hier steht, equip higher rarity Pets to deal more damage. Und das ist es auch. So ein Pink Ram und ein Boar sind beide gleich stark, weil sie beide common sind. Aber dieser Happy Iguana oder der Terra-Dino sind stärker als die beiden Pets, weil die sind uncommon. Und es kommt einzig und allein auf diese Rarities an. Und damit ist es, finde ich, auch ziemlich viel einfacher jetzt zu unterscheiden, was ist jetzt ein gutes Pet, was nicht. Und dann macht es mit den Seltenheiten auch viel mehr Sinn. Weil in Pet Simulator X ist es ja so, du hast ein Pet, das ist Mythical, aber ja, das kannst du nicht gebrauchen, weil das ist irgendwie aus 3 Regionen vorher. Braucht man halt nicht. Ich guck mal um, ob es hier noch irgendein Ei gibt, das ich vielleicht übersehen habe, wo ich klettern muss oder sonst was. Sieht nicht danach aus. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall noch einige Pets farmen. Und Gold machen wir hier voll. So, Collect Drops in Meadow. Okay, das mache ich dann einmal. Nee, Meadow ist hier. Hier ist Meadow. Jo, machen wir immer Meadow. Na, ich warte, bis noch mehr Drops dazugekommen sind. Und die Fuse Extra Pets. Ja, jo, klar. So. Mir sind doch bestimmt Leute nachgejoint, oder? Grummel, Grummel. Ja, der joint mir immer nach. Und Elsa auch. Hi, Conny. Ja, dann komm mal her. Komm. Elsa, gib mir mal eine Sprunghilfe. Komm schon, Elsa. Please. Gib mir eine Sprunghilfe. Es ist genauso hoch, dass man da nicht hochspringen kann ohne Hilfe. Komm, gib. Aha. Dankeschön. Jetzt muss ich es hier noch hochschaffen. Und dafür bräuchten wir jetzt noch Grummel, Grummel oder so, der helfen muss, hier hochzukommen. Top Shiny Score. Es gibt auch Shiny Pets inzwischen. Habe ich schon gesehen. Da gibt es jetzt ein Shiny Updates. Okay, komm, helft euch gegenseitig. Perfekt. Ja, ja, komm schon hoch. Elsa, warum bist du runtergesprungen? Elsa, komm. Genau. Ey, ey, lass mich hoch. Elsa, stillhalten. Stillhalten, Elsa. Dankeschön. Ich hab's geschafft. Okay, und ich hab Grumpy Chameleon. Okay, jetzt lass ich Elsa hoch. Elsa, du bist dran. Auf meinen Kopf, auf meinen Kopf. Und dann hoch. Und jetzt lass ich Grummel, Grummel hoch. So, und jetzt kann jeder einmal hoch. So habt ihr euch alle dann gegenseitig einmal geholfen. Elsa, komm runter und hilf. Elsa, Elsa. Warum lässt du Grummel Grummel nicht hoch? Warum bist du so ehrenlos, Elsa? Hallo? Elsa, Elsa, komm. Okay, Elsa hat keinen Bock zu helfen. Alles klar? Ja gut, dann nicht. Dann tut's mir leid für Grummel Grummel.
Aber wenn Elsa nicht helfen will, dann kann ich daran nichts ändern. Ich sammle hier jetzt erstmal die Drops ein, aber ich muss ja hier in The Meadow Drops einsammeln. Dann sage ich meinen Pets auch mal, dass sie hier rüberkommen sollen. Und sammle so lange die Drops da hinten ein. Weil guck mal, wie viel Geld das ist. Ich habe 183.000. Und jetzt geht das hoch. Jetzt sammle ich so viel Cash ein. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden zwischen Cash und Geld. So, weiter geht's. Weiter geht's. Yeah. Habe ich eigentlich noch... Ah, den Boar, Augenblick. Dann nehme ich das Grumpy Chameleon rein. Dass das jetzt stattdessen farmt, dann farme ich noch schneller. Hier hinten ist noch irgendwas nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich ist es dann so eins der Ankommen-Eggs, das ich noch freischalten muss, wenn ich vielleicht die nächste Region habe oder sonst was. Das finden wir ja noch heraus. So, und jetzt sammle ich hier die Drops ein. Habe ich getan. Und jetzt muss ich grundsätzlich nochmal Drops einsammeln, aber dafür schicke ich meine Pets wieder hier rüber zum Forest. Beim Forest wird natürlich schneller gefarmt und da laufen sie alle. Und jetzt Destroy Crystals und das passiert dann ganz von alleine. Wir sehen 0 von 10 Crystals, 1 von 10, 2 von 10. Oh, jetzt dauert es wieder ein bisschen. Die Crystals da hinten, da brauchen natürlich ein bisschen länger zum Abbauen, weil das sind natürlich stärkere Crystals, aber ich habe auch stärkere Pets. 4, 5, 6, 7. So, und jetzt die letzten 3 Crystals noch. 8. Oh, please. 9, 10. Okay. Bam. Collect Drops in the Forest. Perfekt. Das ist dann direkt die nächste Quest. Die kann ich sofort erledigen, weil meine Pets hier sehr schön mitfarmen. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt mal sein mit diesen ganzen Quests, weil ich kriege gar keine Eggs mehr, sondern einfach nur noch Geld. Ja, und Geld habe ich ja ohne Ende. Ich klicke mal hier oben rauf. Was ist das hier? Return. Ah, hier. Bam. Quest completed. Was hat mir das jetzt gebracht? Ach, dann kriege ich Abzeichen dafür. Ach, das ist ja ganz cool. Ich krieg Abzeichen, wenn ich Quests complete. Jetzt muss ich wieder Drops in the Meadow machen, okay. Jimmy, schicke ich meine Pets wieder zu Meadow rüber und würde sagen, ich hole mir jetzt mehr Damage, weil mehr Damage, pah, kann ich machen. Ich habe momentan 10% Damage, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und mehr kann ich mir jetzt nicht leisten. Aber damit habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal meinen Damage Boost gut erhöht und meine Pets farmen dadurch dann noch viel schneller. So, ich schicke meine Pets aber wieder in den Forest, weil die Drops hier sollten jetzt reichen. Bop, bop, bop. So, und jetzt soll ich wieder Crystals in the Forests destroyen, habe ich mir schon gedacht. Top Gold Earners, das würde mich auch mal interessieren. Alles klar, ja, die haben eine Menge Gold. Ich bin hier, glaube ich, nicht auf dem Leaderboard drauf. Most Quests completed, 9000, alles klar. Hier in 12 Stunden kriege ich das nächste Egg. Also, das läuft auf jeden Fall. Hier hat jemand auch schon 10.000 Pets gesammelt. Ich habe gerade mal 20 Pets discovered. Total Pet Score. Und ja, ich glaube, auf die Leaderboards schaffe ich so schnell nicht rauf. Dafür müsste ich das jeden Tag farmen. Aber guckt euch mal diese Region an. Und da oben, ui. Aber da kommt man safe nicht hin. Es gibt keine Chance, dorthin zu kommen. Es sei denn, wir machen den ganzen Server voll. Wir machen so eine menschliche Kette, um uns nach oben zu stacken. Das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit. Aber, oh, das geht nur im Livestream. Aber das wäre doch vielleicht mal eine Möglichkeit. Das wäre cool, wenn wir das im Livestream schaffen könnten. Wenn ihr das Video seht, dann habe ich das vielleicht auch schon im Livestream gemacht. Weil das Video kommt auf jeden Fall für mich erst nächste Woche online. Und ich streame ja immer am Samstag. Wenn ihr noch nie in meinen Livestreams dabei wart, ich streame immer Samstag. Müsst ihr einfach mal gucken, wann. Das ist immer so zwischen 15, 14, 16 Uhr. Je nachdem, wann ich Zeit habe. Zumindest versuche ich dann immer zu streamen. So, ich muss jetzt aber langsam anfangen, ein paar Pets zu farmen. Und dafür muss ich mehr zusammenfusen. Dafür muss ich jetzt mehr Cash earnen. Und das mache ich einfach mal. Collect Drops in the Forest mache ich auch noch. Und dann öffne ich einfach mal ein paar Eier da hinten. Weil so ein Common Egg kostet nur 7.500. Und 7.500, das mache ich inzwischen ja schon im Schlaf. Guck mal, ich war eben fast pleite. Jetzt habe ich schon wieder 90.000, 93.000. Das läuft auf jeden Fall. Wir öffnen ein Common Egg, bekommen Baby Plant. Oh, neues Pet, das ich noch nicht hatte. Okay, guck mal, wieder rein. Dir hatte ich auch noch nicht. Das geht ja richtig gut. Und Boah, hatte ich schon. Aber die kann man alle zum Fusen nutzen. Das nächste Egg, ein Mustache Shroom. Okay. So, dann das nächste und eine Eule. So, ich collect jetzt nochmal ein paar Drops in Meadow. Einen Augenblick schon machen wir einmal hier. Oh, ich muss nur 20, dann sammle ich 20 Drops. Hier liegen ja 20 Drops rum. Weil ich möchte auch nicht pleite gehen. Aber ich habe jetzt einfach schon 4 neue Pets discovered. Einfach nur durchs Eggs öffnen. Und ich werde ja gleich noch fusen, dass ich dann noch bessere bekomme. Damage Chart View. Ah, hier steht das sogar. Okay, Common Pets machen 10 Damage. Shiny Common Pets machen 18 Damage. Uncommon Pets 20. Uncommon Pets in Shiny machen 36. Alles klar. Shiny Pets sind auf jeden Fall Pets, die man benutzen möchte. Mythical Pets machen 144 Damage. Das ist schön. Jetzt sieht man sogar, wie viel Damage die machen. Das wusste ich gar nicht. Man entdeckt in dem Spiel auch immer was Neues. Das ist so eine kleine Area, aber die ist so voll mit Sachen, die man entdecken kann. Es ist nicht zu fassen. Es ist unfassbar, Leute. Okay, Collect Drops machen wir natürlich. So, Ah, 40 Drops muss ich sammeln. Ja, mache ich. Mache ich. So, Destroy Crystals in the Meadow. Ich schicke meine Pets rüber. So, und dann öffne ich die nächsten Eggs. Ich freue mich drauf, wenn ich hier wieder neue Pets freischalte. Und ein Kamel hatte ich schon, aber ich freue mich über jedes Pet, weil die kann ich alle zum Fusen benutzen. Mustache Shroom. Und ein Brown Horse hatte ich auch schon im letzten Video gehatcht.
Jetzt haben wir einen Otter. Oh, einen Otter hatte ich auch noch nicht. Perfekt. Und noch ein Otter. Einfach zweimal hintereinander ein neues Pet. Ein Tier. Und ein Chicken. Okay, okay. Neue Pets. Crystals. Okay, jetzt muss ich Earn Gold in the Forest. Also muss ich wieder meine Pets zum Forest rüberschicken. Es ist schon Arbeit hier zu farmen. Aber es geht so schnell. Es gab in dem Spiel bisher noch keine Zeiten, in denen ich für irgendwas warten musste. Es geht immer voran. Und das ist ziemlich cool. Guck mal, wie schnell das da oben geht. Und ich öffne jetzt einfach nochmal so ein Egg. Kakoo Bird. Sieht ein bisschen crazy aus. New Pet is covered. Okay, und dann noch das nächste Pet. Alles klar. Ich kriege ja immer wieder neue Pets, als ob es davon so viele gibt. So, jetzt noch eins. Und oh, ein Armadillo. Cool. So, jetzt noch einmal Drops collecten hier. Und ich würde sagen, um die nächsten Pets dann freizuschalten, gehe ich jetzt auf Pets, dann auf Fuse. Und dann fuse ich einfach alle Common Pets, die ich hier habe, zusammen und krieg dann einen Fox. Hatte ich noch nicht. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Pets. Und ein Stinktier hatte ich auch noch nicht. Und der nächste Fuse macht ein Starry Dino. Hatte ich auch noch nicht. Schön. So viele neue Pets. Okay, dann gehe ich aber auf Equip, nehme den Terra Dino raus und mache ein Starry Dino rein. Einfach für den Unterschied. Und ich mache auch den Tempered Hatchling raus und nehme stattdessen Stinktier rein. Weil irgendwie das Pet gefällt mir nicht. Das ist einfach so generisch. Pet-Simulator-Pet. Das gefällt mir nicht. Die hat man schon viel zu viel gesehen. Einfach so Pets, die auch wirklich aussehen wie Tiere. Finde ich viel schöner. So ein schönes Skunk. Animiert. Alles geil. Genauso will ich das sehen. Und wir machen jetzt noch schnell die 40 voll. Und dafür öffne ich einfach. Ich meine, okay. Ein Maultier hatte ich auch noch nicht. Eine White Cat hatte ich noch nicht. Ach, das geht so schnell. Ist nicht zu fassen. Ein Schnabeltier. Noch ein Maultier. Eine Eule. Oh, ein Bushy Squirrel hatte ich auch noch nicht. So, ich habe 35, ich muss noch 5 Pets zusammenkriegen. Und ich farme einfach schneller, als ich Pets hatchen kann. Guckt euch das an, ich hatche die ganze Zeit Pets. Yellow Duck hatte ich noch nicht. Und es geht immer weiter. Eine Goat hatte ich noch nicht. Oh mein Gott. Okay, jetzt gehen wir wieder auf Pets. Dann auf Fuse. Und dann fuse ich die wieder zusammen. Kostet mich das eigentlich was? Ich glaube nicht. Emo Shroom. Okay. Und das könnte theoretisch mein letzter Fuse sein. Ich kriege einen Fox. Okay, den Fox hatte ich schon. Na gut, na gut. Dann habe ich es doch noch nicht so leicht geschafft. So, Destroy Crystals in Meadow. Okay, schicke ich meine Pets einmal rüber zum Meadow. Dann laufen sie, der Starry Dino. Yam, 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 yam. Ah, es ist cool, es ist cool. So, und jetzt öffne ich ein Egg. So, eins, zwei. Ein Chick, ein ganz normales hatte ich auch noch nicht. Wusste ich gar nicht. Das war wohl vorhin Yellow Chick. So, und jetzt alles auf eine Karte. Ich fuse diese Pets hier zusammen und kriege... Ah, ein Fox, na gut. Augenblick, Augenblickchen. Ich fuse... Ah, nee, ich kann... Warte mal, ich fuse diese Pets hier zusammen und dann kriege ich auf jeden Fall was Neues. Und zwar Rare Pet. Oh mein Gott, mein erstes Rare Pet. Senior Planter. Ich habe mein erstes Rare Pet. Nice. Okay, okay, okay. Dafür muss jetzt mein Terra Dino gehen und jetzt habe ich einen Senior Planter. Und damit habe ich meine 40 Pets. Und die nächste Ring... Oh, guckt euch mal an, was da für Pets farmen. Junge, Junge, Junge. Dann lasse ich die jetzt in der Wüste farmen. Digga, was sind denn hier für Pets unterwegs? Das sind nicht mal Pokémon. Als ob. Okay, hier kann ich auch mein erstes Ankommen erholen. Und das kostet noch ein bisschen mehr. Aber es ist alles im Bereich des Möglichen. Und dann gucken wir mal nach, ob es hier versteckte Eggs gibt. Weil ich bin mir sicher, wir finden hier wieder welche. Da oben auf dem Dach ist ein... Oh, gab da... Da gab es keins auf dem Dach. Hier in... Der Hütte ist natürlich ein Ankommen-Eck und da ist ein Pangolin. Uiuiui, wenn ihr South Park geguckt habt, dann wisst ihr, mit einem Pangolin ist nicht zu spaßen. So, gehen wir aufs Dach rauf, holen uns noch das Common-Egg und da drin befindet sich ein Spotted Shroom. Den hatte ich jetzt schon oft genug. Könnte man theoretisch hier rauf und dann da irgendwas finden? Vielleicht, vielleicht. Dafür bräuchten wir aber 3 Spieler. Dafür bräuchten wir 3 Spieler, die sich übereinander stapeln. Hängt immer davon ab, ob es da unsichtbare Wände gibt oder nicht. So, Earn Gold in the Desert und oben Earn Gold in the Forest. Und dann kriege ich tatsächlich auch mal wieder ein Egg. Hier kann ich mir mehr Speed kaufen. Ja, Speed kaufen, 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 kaufen. Und, oh, ein weiterer Pet-Slot kostet nur 100.000. Easy. Aber habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich kaufe mir noch einmal Speed. Jetzt habe ich 7% mehr Speed. Passt ja nichts. Warte, befindet sich hier hinter was? Hier hinter ist diesmal nichts. Okay. Ich würde sagen, in einer Region kann man so mit 2 versteckten Eggs rechnen vielleicht. Vielleicht auch mehr. Die sind dann aber besser versteckt. Die habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. Aber ich earne so viel Gold. Guckt euch das an. Ich earne so viel Gold. Und da oben ist auch ein Pet, da müsste man... Ui, wie soll man da hochkommen? Er versucht sie... Ach ja, stimmt, über den Baum und dann übereinander stapeln. Ja, über den Baum da hinten könnte man das schaffen. Aber müsste man da rüberspringen. Ja, das wird schwierig. Aber guck mal, wenn man mehr Speed hat, dann gibt es vielleicht irgendwo da noch Punkte, wo man sich mehr Jump Power kaufen kann. Das könnte was bringen. Aber ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich weiter Collect All Pets spielen soll. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel richtig. Spielt es auch gerne selbst. Es ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr mehr Collect All Pets sehen wollt, könnt ihr auch bei Roblox Paul vorbeischauen.
Den verlinke ich in der Endcard. Das war's jetzt aber erstmal mit dem Video. Bis dann und ciao!